kapiert. Transformers, Roboter gut maskiert. Autobots kämpfen für die Sieg über die bösen Kräfte der Decepticons. Vor vielen Millionen Jahren kämpften die Truppen der heldenhaften Autobots gegen die gewalttätigen Decepticons in einem schrecklichen Krieg um die Herrschaft über den Planeten Cybertron. Die Autobots schlugen sich wacker im Namen der Ehre. Ihre mutigen Taten brachten dem geknechteten, kriegsmüden Planeten neue Hoffnung und schließlich sogar Ruhm. Und so inspirierten sie zahllose Generationen von Robotern, die nach ihnen online gehen sollten. Was für ein elender Schrotthaufen! Wieso verplepperst du deine Zeit mit diesen alten Geschichtsvideos? Alle berühmten Buds haben aus der Geschichte gelernt. Dann weißt du es doch selbst, Prime. Der Krieg ist Ewigkeiten her. Aber du warst dabei, Ratchet. Du hast sie erlebt. Wie sind die Decepticons wirklich gewesen? Glaub mir, Junge, es ist besser, wenn du das nicht weißt. Und übrigens, die Young Buds scheinen deine Hilfe zu brauchen. Bumblebee, meine Abrissbirne hängt schon wieder fest. Hast du auch manchmal das Gefühl, du wurdest für mehr programmiert, als nur dafür, Weltraumbrücken zu reparieren? Ich habe ein Diagnoseprogramm, das dieses Gefühl wie eine falsche Codezeile löscht. Ich habe Höhenangst, Bumblebee! Mach dir nicht in die Schaltkreise, Bulkhead. Ich arbeite so schnell, wie ich kann. Und du weißt, keiner kann schneller als ich. Ich glaube, meine Festplatte wird locker. Jetzt hab dich mal nicht so soft, Bud. Also, wo liegt euer Problem? Das kann ich mit einem Wort sagen. Ein Haufen riesiger Felsbrocken versperrt eine Weltraumbrücke. Das will einfach nicht in meinen Schädel. Wieso sollte sich jemand freiwillig in diesen gottverlassenen Sektor begeben? Das ist nicht die Frage, Bulkhead. Es ist unser Job. Und du schaffst alles mit dem richtigen Werkzeug. Und einem guten Team. Bewegt eure Servos! Bulkhead! Jetzt du, Bumblebee! Los, Ratchet! Auch du, Prowl. Hey, wo ist Prowl? Ich kenne doch die Schwachstellen. Schön. Es wäre nett, wenn du uns das nächste Mal vorwarnen könntest. Das passt nicht in mein Zeitfenster. Typisch Jungbots, so schwer zu ertragen. Aber als Ersatzteilspender noch nicht reif genug. Wieso ist er heute so mies drauf? Wärst du auch, wenn du mit einem Servo schon in der Schrottpresse hängen würdest. Au! Vielleicht sind meine Servos ja schon etwas klapprig. Aber ich kann doch gut hören! Okay, wir sitzen hier mitten im Nichts mit einer großen Aufgabe fest. Aber denk dran, wir sind alle Rädchen im großen Autobot-Getriebe. Ah, nicht schon wieder diese alte Leier. Ein Getriebe, das viel stärker ist als die Summe seiner Einzelteile. Gemeinsam können wir Berge versetzen. Schlechter Vergleich, Big Bud. Nicht übel. Hey, wo kann man denn sowas lernen? Ich habe ein paar Jahre an der Uni studiert. Und was hat ein Unibot in einem lausigen Reparaturteam verloren? Ja, solltest du nicht eher die Cybertron-Elitegarde anführen? Ich glaube, das ist keine gute Idee, Bossball. Nein, nicht!
Was ist das? Ich weiß nicht. Wir können es ja mitnehmen, damit unser Dopper es untersuchen kann. Nicht anfassen! Oder wirf es zurück durch die Weltraumbrücke! Dieses Teil darf man nicht finden! Warum bist du denn auf einmal so ernst, Ratchet? Teletran 1 an Optimus Prime. Teletran 1 an Optimus Prime. Nicht identifiziertes Raumfahrzeug dringt in den Sektor ein. Energiekurve deckungsgleich mit einem Decepticon-Raumschiff. Decepticons? Das muss ein Irrtum sein. Die Decepticons wurden vor Jahrhunderten zerstört. Besiegt, nicht zerstört. Und wir werden nicht zusehen, bis sie das Teil finden. Worauf wartet ihr, Bats? Eine persönliche Einladung? Aufladen! Pronto! Sachte, Ratchet! Wieso so eilig? Was ist das für ein Ding? Wir haben keine Zeit. Vorwärts! Du bist doch der Geschichtsfreak Prime. Noch nichts von Allspark gehört? Na klar. Die mächtigste Energiequelle im Universum. Der Ursprungsfunke für das Leben aller Cybertronians. Jeder Bart kennt diese Geschichte. Sie geht aber weiter. Wir haben den großen Krieg damals nur gewonnen, weil wir es verhindern konnten, dass die Decepticons Allspark in ihre Gewalt bekommen haben. Er wurde durch eine Weltraumbrücke geschickt, die in einer entlegenen Ecke der Galaxie endete, wo ihn niemand jemals finden würde. Willst du damit sagen, wir haben Allspark gefunden? Den echten Allspark? Nein, ich sage, er fand uns. Achtung, Raumfahrzeug im Anflug. Positive Identifikation als Decepticon-Kriegsfahrzeug. Nicht nur Allspark hat uns gefunden. Sie folgen uns. Du wolltest doch mehr Action, oder? Dein Wunsch wurde erhört. Hallo, wir sind ein Reparaturteam. Bitte sag, dass ihr es nicht wirklich mit den Decepticons aufnehmen wollt. Nicht ohne Unterstützung. Stell mir eine Verbindung zum Cybertron-Hauptquartier her. Wow, wir wenden uns also gleich an die Chefetage. Optimus Prime. Heißt das, du willst noch immer andere Autobots kommandieren? Nicht schon wieder, Sentinel. Gib mir einfach Ultra Magnus. Kannst du mir sagen, wieso sich der Oberbefehlshaber der Autobots für einen popligen Reparaturbot interessieren sollte? Zeig mir das Frachtrauminnere. Ich werde sofort durchstellen. Hier Ultra Magnus, Optimus. Wir haben das Decepticon-Signal im Visier. Sicher nur ein verirrtes Aufklärungsfahrzeug. Seit wir sie vom Cybertron verjagt haben, treiben sie sich in den Randzonen herum. Sie wären nie so dumm, ins Autobot-Territorium vorzudringen. Trotzdem schicke ich ein Einsatzkommando raus, das sie notfalls abfangen kann. Du und deine Bats hier bleibt, wo ihr seid. Und Prime? Spiel dir nicht den Helden. Dafür bist du nicht programmiert. Die Decepticons sind an uns dran und kommen schnell näher. Und... wieso sehen wir sie dann nicht? Teletran 1, Kurs auf die nächste Weltraumbrücke. Aber Ultra Magnus sagt, wir sollen hier bleiben. Bei allem Respekt. Ultra Magnus hat auch nicht den Allspark an Bord. Also fahren wir schnurstracks zu einer Weltraumbrücke, ganz egal, welche Brocken im Weg liegen. Boss Bud, ich glaube, den Brocken schaffen wir nicht. Decepticon-Raumschiff von nahem gesehen. Die eins gesehen haben, sind tot. Ein Kriegsfahrzeug. Ich kenne die Markierungen aus den Geschichtsvideos. Megatron. Megatron? Du meinst den ultra-mega-miesen Decepticon-Herrscher, der kleine süße Autobots zum Frühstück verspeist? Megatron ist ein Trottel, der seit Jahrhunderten einem Geist nachjagt. Ich wage zu bezweifeln, dass wir diesen Allspark an Bord eines so unscheinbaren Raumschiffs finden. Verräter! Megatron ist weise! Megatron ist mutig! Megatron wird die Decepticons zurück nach Cybertron führen! Und unsere schöne Heimat von Mief der Autobot-Tyrannei befreien. Bla 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 bla. Hast du diese Rede auswendig gelernt, Lucknut? Oder wurde sie von vornherein in deinen dämlichen Prozessor kodiert? Wie immer ist dein Benehmen haargenau so widerwärtig wie deine äußere Beschaffenheit, Black Arachnia. Kratz mich am Spinnen, mein Dreigesicht. Ich heiße Blitzwing, Achtbein. Merkt ihr das? Es wird das Letzte sein, das du hörst, bevor ich...
meine Gefühle musikalisch äußere. Die klitzekleine Spinne, die träumt der Grab von mir. Willst du, dass ich dir eine Donnerrevelation... Glaubt ihr, dass Megatron das gefallen würde? Starscream, berichte. Der Energiewert liegt außerhalb der Skala, mein Herrscher. Soll ich auf die Autobots schießen? Setzt sie außer Gefecht, aber zerstört sie nicht. Noch nicht. Toll, toll, toll! Brillante Strategie, oh weiser und kluger Herrscher! Teletran 1, Ausweichmanöver! Verteidigungssystem aktivieren! Codename Omega! Negativ. Diese Funktion wurde im Rahmen des Cybertron-Programms zum Schutz von Energon deaktiviert. Was? Ah! Ah! Wir werden alle sterben. Achtung, Asteroidenfeld. Alternativroute wird aktiviert. Abbrechen! Die Energieparameter stimmen überein. Wenn es nicht Allspark ist, ist es etwas, das genauso viel Power hat. Melde mich freiwillig für den Einsatz, um dieses Raumschiff zu zerfleddern! Ich habe nicht die letzten 4 Millionen Solarzyklen damit verbracht, die Galaxie zu durchsuchen, damit du den Allspark in deine schwierigen Flügel kriegst. Ich werde seine Energie in die ultimative Waffe umwandeln und damit die Autobots für immer zerstören. War ja nur ein unverbindliches Angebot. Was willst du jetzt schon wieder, Starscream? Nur alles Glück wünschen, mein Herrscher. Ich verlasse mich nicht auf das Glück. Ich tu's auch nicht. Ist das Megatron? Du hast nie gesagt, dass er so groß ist. Und auch nicht, dass er fliegen kann. Der will gar nichts von uns. Ratchet, versiegel das Leck. Crawl, halt die Kiste gerade. Bulkhead, Bumblebee, bewacht den Allspark. Ich greif mir Megatron. Aber wir sind Reparaturbots. Wir sind für sowas nicht programmiert. Dann betrachte das als Upgrade. Leck in der Außenhaut. Die Luken Alpha, Omega und Epsilon werden versiegelt. Achtung, planetarer Aufprall unausweichlich. Ich gehe auf manuelle Steuerung. Kannst du das überhaupt? Was macht dieses Teil? Dies ist ein schwarzer Tag in der Geschichte der Decepticons. Doch das Vermächtnis unseres gefallenen Herrschers Megatron wird in unseren Hauptspeichern für alle Zeiten weiterleben. Und so ernenne ich mich zum neuen Herrscher und gelobe feierlich... Wo sind die denn alle hin?
Pro, Ratchet, alles okay? Bulkhead, Bumblebee, berichtet! Oh. Ah. Der Allspark! Wo ist er? Ich werde langsam ungeduldig. Gravitation deaktiviert. Nun mit dir nach Heim. Hätte ich auch nicht besser gekonnt. Oder nur etwas. Hey, wer hat den denn da? Oh. Sorry, mein Fehler. Weißt du was? Von nahem kommst du noch viel hässlicher rüber. Oh, aber auch gruseliger! Und jetzt geht alle in Position für einen Angriff auf mein Kommando. Oh nein, warte auf mein Kommando! Okay, der Überraschungsangriff war eine nette Idee, aber eine Vorwarnung wäre hilfreich gewesen. Wer es zu viel von euch Bugs verlangt, vorher sowas zu sagen wie Vorsicht oder Achtung oder... Angriff! Jetzt bring mir den Allspark. Dann verschone ich vielleicht eure erbärmlichen Autobot-Leben. Und jetzt... Oh. Achtung, Docking-Tunnel aktiviert. Planetarer Aufprall unvermeidlich. Alle in die Stasis-Kapseln! Und was ist mit dir? Ich muss uns erst aus diesem dicht besiedelten Gebiet manövrieren. Stasis Notfallmodus aktiviert. Fünfzig Jahre später. Früher im 20. Jahrhundert wurde Detroit auch die Autostadt genannt. Es war die Welthauptstadt der Automobilproduktion. Heute ist Detroit wieder Weltspitze in der Produktion, aber nicht von Automobilen, sondern von Automaten. Robotern. Oder, wie wir sie hier beim Sumdeck Systems nennen, unsere treuen mechanischen Partner. Sie sind immer zuverlässig und beklagen sich nie. Keine Aufgabe ist unter ihrer Würde. Sie sind unerschrocken und kennen keine Angst. Dazu funktionieren sie unter extremsten äußeren Bedingungen.
die wir Menschen nie im Leben ertragen könnten. Die Roboter-Revolution beginnt hier, auf einem typischen Fließband von Sumdex Systems. Hier entsteht die neue Roboter-Generation. Habt ihr noch Fragen? Wo nehmen Sie Ihre Ideen für die Roboter her, Mr. Sumdex? Sagen wir mal so, dass ich einfach darüber gestolpert bin. Oh! 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 Sparkler! Komm zurück, du räudiger Fellbot! Das ist kein Leckerli! Mein Schlüssel ist kein Kauspielzeug! Lass ihn sofort los! Entschuldigung, Dad. Verzeiht mir, Kinder. Das ist meine Tochter, Sari. Sari, was sagt man jetzt? Hat jemand von euch eine Schere einstecken? Ach, ich brauche keine. Hey, wie ist das so, unter all diesen coolen Robotern hier aufzuwachsen? Keine Ahnung. Wie ist das so, mit anderen Kids in die Schule zu gehen? Ich muss mich nochmal für die Störung entschuldigen. Hey, aber meine Tochter muss in ihren Unterricht zurück. Nein, nicht der Lehrer, Sari. Heute reden wir über das Smoot-Hawley-Gesetz. Hier arbeiten wir an den aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Nanotechnologie, sich selbst wiederherstellende biodiagnostische Roboter zur Krankheitsbekämpfung. Sie überwachen und reparieren den menschlichen Körper von innen. Zwar klappt das noch nicht bei Krebs, aber diese Mikrobots sind ein gewaltiger Schritt Richtung Vereinigung von Biologie und Mechanik. Und vielleicht das Tor zur Unsterblichkeit. Ich kann die Zellteilung nicht mehr stoppen. Sie wachsen unkontrolliert weiter. Ja! Ist ja krass, das Ding. Sie verschmelzen mit anderen Mikrobots. Sie verbinden sich mit allem. Ganz ruhig bleiben, Kinder. Ihr müsst keine Angst haben. Diese glücklichen Unfälle führen oft zu einer neuen Entdeckung. Echt? Ist das so ein Deck? Eigentlich sieht dieser Unfall gar nicht so glücklich aus. Alarmstufe Rot. Alle Einheiten zur Sumdeck-Roboteranlage in Monroe. Ich wiederhole. Alarmstufe Rot. Los, los, los! Vorwärts! Deswegen hasse ich Maschinen. Testdurchsage. Kann mir jemand ein Megafon geben, das verdammt nochmal funktioniert? Okay, Spezialeinheiten, scheucht dieses Ding weg von den Leuten. Evakuiert jede lebende Person, die ihr euch greifen könnt. Ausschwärmen! Ihr darüber! Los, los, los! Meine Tochter ist noch da drin! Sari! Sari! Sparkplug! Sparkplug! Hier, Sparky! Ich habe einen leckeren Sicherheitsschlüssel für dich! Legt die Waffen an! Auf mein Kommando! Captain Fenzer und Wolten, Sie greifen Sie diese Kreatur nicht an! Blödsinn! Feuer! Wunderbar! Volltreffer!
Die bringen's immer. Eindringling an Bord. Eindringling an Bord. Wie lange waren wir in Stasis? Was ist das für ein Alarm? Es hat sicher was damit zu tun. Was es auch ist, es hat jedenfalls Schaltkreise. Und, noch was anderes. Teletrain 1, Umgebung scannen. Sag, was draußen los ist. Ich scanne. Wie es aussieht, brauchen da welche Hilfe. Gut, alles klar. Wir sollten uns nur vorsehen, falls die Decepticons noch draußen auf uns warten. Teletrain 1, scan die lokalen Lebensformen. Wir können ihr Aussehen übernehmen, damit wir nicht so auffallen. Autobots, transformieren und Abfahrt. Gar nicht schlecht, hm? Echt cool. Beeindruckend. Geräumig. Ausreichend. Kommst du nicht mit, Doppert? Irgendjemand muss das Ding doch analysieren. Außerdem, wer braucht schon einen Bot, der auf den Schrott gehört? Das wirst du mir wohl nie verzeihen. Nein. Alle Einheiten zurückziehen, wir greifen nur noch mit unbemannten Drohnen an. Ich grüße euch, Mitbürger Bots. Wir kommen, um euch zu helfen. Greifen wir das Ding lieber noch nicht an. Vielleicht sind doch Decepticons in der Nähe. Wenn das hier Decepticons sind, haben wir von denen nichts zu befürchten. Was haben diese Cowboys da unten verloren? Ihr vier da, welche Silbe von zurückziehen habt ihr nicht verstanden? Was sind das für Typen? Ich will ihre Namen, ihre Dienstnummern und ihre... Hey, wo sind denn die Fahrer? Wie kann es sein, dass mein Auto von selbst fährt? Weiß einer von euch Kleinbots, wie man dieses Ding hier abschütteln kann? Kann auf diesem Planeten irgendjemand sprechen? Komm ja zurück! Abflag! Lass los! Was ist das für ein Ding? Los. Muss eine Art Haustier sein. Warum hat ein Vierbeinbot so ein großes Haustier? Hallo, kleines Wesen, ich heiße Bulkhead. Hast du dein Bot-Herrchen verloren? Das Ding ist offenbar mit einer hochfrequenten Schallkanone bewaffnet. Ich glaube, es hat Angst. Keine Angst, kleines Wesen, ich will dir nicht wehtun. Aber das Ding vielleicht. Was ist das für ein Ding? Was immer es ist, es braucht unsere Hilfe. Autobots, transformieren! Transformieren!
ist meine Tochter! Captain Fanzone, irgendjemand muss meine Tochter... Autobots, Angriff! Warum legst du dich nicht mit jemandem in deiner Größe an? Hallo, ich heiße Bumblebee. Ich bin Sari. Wer hat dich gebaut? Ohne Schaltkreise. Nein, ich brauche sowas nicht. Was bist du denn? Ich bin ein Roboter vom Planeten Cyber. Sind das Ihre? Nein, aber ich habe das Gefühl, dass ich sie irgendwoher kenne. Aber das reicht nicht aus, um Ihnen Ihr Kind anzuvertrauen. Alle Drohnen sofort den gelben Roboter angreifen. Aber nicht das Mädchen töten! Hey! Nein! Haut ab! Weg hier! Nicht schießen! Verzieht euch! Bossbot! Hey, ich hab ein Problem! Prowl! Kannst du mein Servo ausfahren? Prowl! Er sagte Servo ausfahren, nicht Servo durchtrennen. Besser, als wenn ich das Ding komplett aufgefressen hätte. Das hättest du nicht alleine entscheiden dürfen. Wir sind ein Team, schon vergessen? Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Ich verlasse mich nur auf einen. Auf mich. Wächter! Zieh Leine! Ich würde ja gerne noch mit dir plaudern, aber ich muss los. Ratchet, wir brauchen Verstärkung. Sofort! Ich bin beschäftigt. Das ist ein Befehl. Typisch Unimat. Lieber auf Probleme draufhauen, als sie zu lösen. Du hättest dir die Mühe machen sollen, die Nanobots zu analysieren, die den Megakäfer steuern. Dann wüsstest du nämlich, dass sie so programmiert sind, dass sie alle unbekannten Materialien als Gefahren sehen und sich angegriffen fühlen. Ich kann das Ding mit einem Computertrick außer Gefecht setzen. Oder ich kann raufkommen und mich zerschrotten lassen wie ihr Fehlkonstruktion. Such dir was aus. Okay, ich nehme Plan A. Aber gib tüchtig Gas, Ratchet. In meinem Alter, da heißt tüchtig Gas geben, den Schurkack rausnehmen. Empfängt jemand von euch noch Frost Energiesignale? Ja, ich. Aber nur schwach. Oh. Ratchet und Prime, ich sende euch den Überschreibungscode über Teletran 1. Aber die Nanobots sind so primitiv, dass du sie manuell runterladen musst. Soviel ich durch den Scanner weiß... Hat eure Kreatur einen sehr gut abgesicherten zentralen Rechner, der alle höheren Befehlsfunktionen steuert. Und das bedeutet, dass dieser Überschreibungscode in sein Inneres kopiert werden muss. Was passiert, wenn dieses Ding ein ganzes Schiff frisst? Bevor wir das herausfinden, geben wir ihm lieber die Änderungen. Wir brauchen jemanden, der klein und schnell ist. Warum starrt ihr denn alle mich an? Wir können es schaffen, wenn wir als Team handeln. Bulkhead und ich werden das Monster so lange ablenken. Und ich soll zu ihm nach oben fliegen wie ein Decepticon? Vergesst es!
Du packst das, Kumpel, mit ein bisschen Tempo und einer großen Rampe. Wisst ihr, wenn ich mir recht überlege, war Weltraumbrücken reparieren gar nicht übel. Ob ihr merkt, was wir vorhaben? Ja! Auf jeden Fall wird es schlauer. So schlau wie Prowl. Bumblebee, abbrechen! Ich kann nicht mehr bremsen. Ich habe fast Startgeschwindigkeit. Das Ding hat Prowls Comlink angezapft. Es hat alles mitgehört. Ach ja? Dann soll es jetzt mal gut zuhören. Jetzt bist du fertig! Ich hab mich schon gewundert, wo das ist. Was denn? Was ist passiert? Das Team hat dir gerade deine Schaltkreise gerettet. Ob es dir passt oder nicht. Oh, Prowl! Kommt, wir müssen ihn sofort auf unser Schiff zurückbringen. Prime und Ratchet, Schraubtisch vorbereiten. Wir haben einen Schwerverletzten. Bullcat, lad ihn mir auf. Vorsichtig. Autobots, transformieren und Abfahrt! Bumblebee, bist du das echt? Sorry. Oh Mann, das war voll der Hammer, dass du die Typen aus dem Monster gerettet hast. Ich fass es nicht. Sorry, ganz locker. Mein Freund ist schwer verletzt. Ich muss los. Aber ich will mehr über euch wissen. Darf ich bitte mitkommen? Ich will helfen. Das wäre schön. Aber ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich will mit, bitte! Gib endlich Gummi, Bumblebee! Kann man doch vertrauen, oder etwa nicht? Halt dich einfach zurück, bis ich alles erklärt habe. Und fass ja nichts an. Ja! Ich meine, ja! Oh, glaubst du, dass ich da unten atmen kann? Ach, na sicher. Was ist atmen? So gut wie neu. Wie gern würde ich das über Prowl sagen? Versuch alles für ihn zu tun, Ratchet. Was meint ihr? Wird er offline gehen? Er ist doch immer kein Kandidat für den Queller der Sparks, wenn du verstehst, was ich meine. Was geht da vor sich? Ich sehe irgendwie nichts. Sofort runter! Sofort runter! Laden, was helfen könnte. Ihr wisst schon, um Prowl zu reparieren. Hat das Nanobot-Ding deine Chips angeknabbert? Nein! Nein, meinem Innenleben geht es super. Aber danke der Nachfrage. Jetzt halt endlich deine Klappe. Ist alles in Ordnung, Bumblebee? Hörst du wohl? Wirst du wohl nicht immer von allein angehen, du dumme Autohupe? Bumblebee, würdest du bitte mit dem Hupen aufhören und dich zurücktransformieren? Klar, Bossbot. Bin schon dabei. Ich fühle mich gleich viel besser. Okay, ist echt abgefahren.
Willst du mir noch irgendwas sagen? Wenn du den kaputt machst, dann wirst du dafür blechen. Wie kommst du denn auf unser Schiff? Es ist mir nachgelaufen. Kann ich es behalten? Hey, ich bin kein Es, ich bin eine Sie. Ich hoffe, du hast eine Erklärung dafür. Ich brauche es nicht unbedingt, wenn ich ehrlich sein soll. Reib den deinen Servus hier runter. Tempo! Seine Schaltkreise spielen verrückt. Ich bekomme ihn nicht stabil. Schon viel besser. Hä? Haben alle Sie sowas drauf? Ich weiß auch nicht, wie das ging. Oh je. Also mich kann nichts mehr wirklich überraschen. Ich habe in diesem einen Solarzyklus mehr Action erlebt als in meiner ganzen Laufbahn auf Cybertron. Der Solarzyklus ist immer noch nicht zu Ende. Ich denke mal, mein Dad sucht nach mir. Keine Angst. Normalerweise machen Menschen nichts kaputt, worauf Symbole sind. Tatsächlich? Ich dachte, dass sie mich zu einem leichteren Ziel machen. Und jetzt will ich schön eure Hände sehen! Hey, wozu soll der Quatsch gut sein? Keine Ahnung. Vielleicht seht ihr dann weniger furchterregend aus oder so. Was ist das? Ich meine, außer dem Rot-Weißen vielleicht, der ist ein bisschen nervig. Trotzdem okay. Oh, Sari, Gott sei Dank, du bist gesund. Runter mit den Waffen. Ist in Ordnung, Jungs. Ihr könnt jetzt die Hände runternehmen. Und? Können wir sie behalten? Ich möchte den Autobots danken und ihnen im Namen der gesamten Menschheit die Hand reichen. Ich gebe sie Optimus Prime, dem Anführer dieser großartigen Helden. Und da hat mir Ultra Magnus gesagt, ich soll nicht den Helden spielen. War es zu deiner Zeit genauso? Bei den Decepticons gab es nicht viel, über das man hätte jubeln können. Die Suche dauert nun schon 50 Solarzyklen, aber der Allspark ist irgendwo da draußen. Ich kann ihn fühlen. Und wenn ich ihn gefunden habe, bleibt den Decepticons nichts übrig, als sich meiner Führerschaft zu unterwerfen. Ein Energiesignal? Hä? Aus einem total abgelegenen Sektor. Es sieht trotzdem vielversprechend aus. Extrem vielversprechend. Komm schon, beweg dich! Ich wäre ja sogar zu Fuß schneller! Hey, die Idee ist gut. Hä? Seht doch, das ist einer dieser Autobots. Hä? Oh. Willkommen bei Burgerbot. Was möchten Sie bestellen? So tanken wir die Menschen von heute auf. Ich nehme einen Big Bot Burger, dazu Pommes und einen Roboshake. Macht 10,95 bitte.
Noch was Süßes dazu? Nee, danke. Bigfoot Burger, Pommes und einen Robo-Shake. Wünsche einen burgervollen Tag. Hey, kann man das Bot ja nicht mal im Nickerchen-Modus abparken? Nimm das nicht in den Mund. Schön hier bleiben, Timmy. Wir Autobots sind darauf programmiert, die Quelle allen Lebens zu respektieren und zu schützen. Und die ist für uns der Allspark. Doch ihr Organischen seid auch Leben. Und das bedeutet, wir müssen auch euch beschützen. Ich frag mich nur, wie ihr diese neuen kleinen Organischen produziert. Hier ein Hauptquartier. Ein Raumschiff auf dem Grund des Eriesees ist viel zu weit weg. Dafür ist mir diese Hütte eingefallen. Die hat mein Dad mal abgegriffen. Er weiß nicht mal, dass sie ihm gehört. Also, was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist das, was ihr Organischen eine Bruchbude nennt. Für mich ist jede Bleibe, in der ich ein bisschen Power runterfahren kann, perfekt. Hört sich so an, als würde jemand Hilfe brauchen. Autobots? Ich weiß schon. Transformieren und Abfahrt. Wir sind jetzt live für Sie am Ort des Geschehens, wo die Autobots wieder einmal ihren Ruf als Detroits neue Superhelden unter Beweis stellen. Ja! Hurra! Ja! Danke! Den Ruf unserer Retter! Danke! Genießt es, solange ihr noch könnt, ihr Helden! Ihr werdet bald tief fallen! Wir von Sumdeck Systems präsentieren der Stadt Detroit dieses automatische Zugsystem, das Geschwindigkeiten bis 500 Kilometer pro Stunde zulässt. Wenn die hier so auf Tempo stehen, warum haben die keine Räder wie wir? Ich danke dem Bürgermeister, dem Polizeichef Zone und ganz besonders den kybernetischen Superhelden unserer Stadt, dass sie zu dieser spektakulären Einweihungsfeier gekommen sind. Wir nennen uns immer Helden, aber ich fühle mich noch wie zu der Zeit, als ich auf Cybertron Weltraumbrücken repariert habe. Also meiner Erfahrung nach enden Helden immer entweder in der Werkstatt oder auf dem Schrottplatz. Und ich bin noch lange nicht bereit für den Quell aller Sparks. Unbekanntes Flugobjekt dringt in den US-amerikanischen Luftraum ein. Identifizieren Sie sich oder Sie werden als feindlich eingestuft. Keine Ahnung, was feindlich bedeutet! Mayday, Mayday! Du hast noch nicht genug? Besser, ich setze meine Suche inkognito fort. Bitte richten Sie Ihre Blicke in den Himmel und genießen Sie die luftakrobatischen Kunststücke der purpurroten Engel. Ah! Toll, dass es nicht nur Decepticons sind, die fliegen können. Hm? Merkwürdig. Ich habe doch nur 6 Jets angefordert. Hat dieser Typ sie noch alle? Er fliegt direkt auf uns zu! Ist doch nicht möglich! So sieht man sich wieder, Autobots! Habt ihr was dagegen, wenn ich die Party sprenge?
echter Decepticon? Hier bei uns? Ich bin Starscream, der große Anführer der Decepticons. Ich dachte, das wäre Megatron. Schweig, du öliger Autobot! Ihr könnt fliehen, Autobots, aber ich finde euch überall! Ihr großen Helden würdet mich etwas mehr herausfordern. Du hast schon längst losgelassen. Na schön, egal. Wie du willst. Aha! Alles in Ordnung, Prime? Ich werd's überleben. Und ihr Weichbleche nennt euch Helden? Ihr glaubt, ihr hättet den großen Megatron besiegt? Fehlanzeige, Leute. Ich habe Megatron besiegt. Ich habe dafür gesorgt, dass seine Schaltkreise abgestürzt sind. Er war erledigt, bevor er eurem Schiff überhaupt näher kam. Er lügt. Oder nicht? Jetzt gebt mir den Allspark, Schrott-Autobots. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was du von uns willst. Tatsächlich? Dann werde ich mal aus reinem Spaß diese kleinen Wesen dort vernichten. Entdeckung! Hier rein, schnell, Leute! Nein! Sari! Dann versuche ich es erneut. Gebt mir den Allspark, Schrott-Autobots! Mein Name ist Optimus Prime. Und ich bin bereit, mein Leben zu opfern, um den Allspark zu verteidigen. Bist du auch bereit, ihr Leben zu opfern? Ihr Autobots mit eurem jämmerlichen Heldentum. Ihr habt einen Mega-Herzschlag, um mir den Allspark zu liefern. Denn ich werde ich das Ding hier in seine Atome zerlegen, Menschen wie Autobots! Und danach werde ich diesen Planeten auseinandernehmen, bis ich den Allspark selbst gefunden habe! Entweder den Allspark oder die Erde aufgeben. Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Helden haben immer die allerschwersten Entscheidungen zu treffen. Vielleicht hatte ja Ultramagnus recht. Und ich bin doch nicht zum großen Helden programmiert. Du bist nicht allein. Ein weiser Bot hat mir mal gesagt, eine Maschine ist immer stärker als seine Einzelteile. Das habe ich an der eigenen Hardware erfahren. Okay, also hier ist mein Plan. Was ist? Vielen Dank, aber ich denke, wir ziehen das allein durch. Aber du kennst meinen Plan noch gar nicht. Ihr lenkt Starscream ab, während Prowl und ich uns in den Zug schleichen. Dann nehme ich meinen Schlüssel und belebe Bumblebee. Wir befreien die Geiseln, überrumpeln Starscream, indem wir... Nein, es ist zu gefährlich. Aber Dad ist in dem Zug. Und der beste Freund, den ich jemals hatte. Und ich will beide nicht verlieren. Sie muss einen Mac haben.
Das nennt man heulen. Das tun wir Menschen, wenn wir richtig traurig sind oder Angst haben. Oder zu hilflos, um die zu retten, die uns am wichtigsten sind. Gut, na schön. Ich denke über deinen Plan nach. Außerdem ist heulen eine super Methode, um seinen Willen durchzusetzen. Ich sagte, ich werde über deinen Plan nachdenken. Aber falls niemand von uns plötzlich fliegen gelernt hat, müssen wir Starscream zu uns locken. Und es gibt nur eins, womit wir das schaffen. Starscream! Wir haben, was du willst. Jetzt lass die Geiseln frei. Lass den Ortspark unbewacht dort, oder sie sind alle fällig. Du lässt erst die Geiseln frei, oder ich vernichte den Ortspark. Versuch ja nicht, einen Decepticon zu täuschen, Autobot. Die Meister der Täuschung sind wir. Schön festhalten. Du meinst, ich tu nur so? Bulkhead, Ratchet, geht zur Seite! Da, warte! Wir wollen doch nichts überstürzen! Was geht da draußen vor sich? Na, eure Rettung! Nichts weiter! Sorry, wie bist du hier raufgekommen? Auf die Weise, wie ihr runterkommt. Genau deswegen hasse ich Maschinen! Komm schon, Bumblebee! Mach auf! Wenn du aufwachst, dann steckt echt Power dahinter! Was war das? Ist da etwa jemand an meinen Geiseln? Nicht so eilig, du Hohlflugkörper! Tricks habt ihr also drauf, Autobots. Ich hoffe, euch ist klar, worauf ihr euch da eingelassen habt. Den Zug habe ich freigegeben. Ich habe die Abmachung eingehalten. Jetzt könnt ihr dasselbe tun. Bulkhead, Ratchet, helft den anderen. Was denn? Sollen wir sie nach dem ersten Aufprall abfangen? Halt dich fest, Sari! Streck die Hand aus, ich greif sie mir! Ich kann nicht! Diesem Gesicht kannst du doch vertrauen! Lass los! Netter Versuch, Autobot, aber nicht mal du wirst mir zu Fuß entkommen! Warum legst du deine Last nicht ab und wechselst in den Automodus? Also das
kann man wirklich Stoßdämpfer nennen. Wie ihr seht, ist in dem alten Bottbrocken noch eine ganze Menge Saft übrig geblieben. Ratchet, los, fang! Oh, ich mag nicht. Anschnallen! Ah, das Spiel gibt es hier auch. Es heißt zwei Felderball. Oh, kannst du ein bisschen schneller düsen? Es kommt nicht darauf an, wie schnell man fahren kann, sondern wie schnell man anhalten kann. Ich hab ihn! Trottel! Hast du wirklich gedacht, du könntest mir den Ortsbad wegschnappen? Ich habe gesagt, ich hab ihn! Gute Mannschaftsarbeit! Und jetzt bringen wir den Ortspark an einen sicheren Ort, bevor... Langsam habe ich von dem Spielchen die Nase voll, ihr abgefahrenen Autobots! Geschafft! Der Ortspark gehört mir! Er hat noch viel mehr Energie, als ich mir je erträumt habe! Unser schlimmster Albtraum wurde wahr. Der Allspark ist in den Händen der Decepticons. Wir geben nicht kampflos auf. Jetzt hält mich keiner mehr auf, Anführer der Decepticons zu werden und die Autobots für immer zu Schrott zu machen! Park ist das Leben! Dann soll er deins beenden! Fühlt es sich an, wenn man ein Held ist. Wir können nichts mehr für ihn tun. Sein Funke ist erloschen. Er hat sein Leben für den Allspark gegeben. Nur das zählt. Nein, er darf nicht tot sein. Das geht nicht. Ich glaube nicht, dass du hier mit deinem Leck im Gesicht viel weiterkommst. Na, aber hiermit vielleicht. Sorry,
Manches kann nicht repariert werden. Nicht mal mit deinem Schlüssel. Prime hat nicht aufgegeben. Ich tu's auch nicht. Hey, ist das der Quell aller Sparks? Nein, das ist Detroit. Hey, hey, ich dachte, die Sache mit dem Lenk machst du nur, wenn du traurig bist. Ihr Bots müsst noch eine ganze Menge über uns Menschen lernen. Während sich Detroit noch vom Kampf der Titanen erholen muss, zeigt sich, dass die Autobots noch größere Helden sind als zunächst vermutet. Sie haben nicht nur uns vor der Bedrohung der Decepticons gerettet, sondern vielleicht sogar die Welt. Sie reparieren nicht nur, was kaputt ist, sondern wirken auch beruhigend durch ihre bloße Anwesenheit. Brücken reparieren? Haben wir nicht mal so angefangen? Im Namen unserer Stadt möchte ich als Reporter unseren riesigen kybernetischen Beschützer nur ein Wort sagen. Danke. Ich weiß gar nicht, wofür ich Ihnen zuerst danken soll. Aber wenn Sie die Wahrheit über mein Roboter-Imperium herausfinden, ob Sie mir denn jemals verzeihen?